Ich bin ein bisschen sprachlos. Was? 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 Wie kommt sie jetzt auf dieses Kabel? Darf ich mal raten? Ich hab's ja nicht gelernt. Aber das wird diese Fähigkeit voraussetzen. Diese Fähigkeit. Wenn man die verwendet, wird sie garantiert durch dieses Ding da durchrutschen und aufs Kabel landen. Ich habe mich darüber schon mal ausgelassen mit den Fähigkeiten in dem Programm. Ich sag da jetzt mal nicht zu. Ich sage dazu jetzt mal wirklich gar nichts. Das war falsch gesprungen. Okay, aber trotzdem, ich sag zu den Fähigkeiten mal lieber nichts, dass die vorausgesetzt werden, damit man hier ohne Probleme weiterkommt. Ja, dann sollen sie Stopper einbauen. Also Stopper im Sinne von die Story geht nicht weiter. Ist schon okay. Und nun geht's hier lang. Interessant finde ich übrigens, dass hier alles gerade mal wieder einstürzt, obwohl es vor 2 Sekunden noch alles in Ordnung war. Aber ich beschwere mich mal lieber nicht. Wenn das vielleicht ein bisschen gerade unübersichtlich ist. Mich frage. Na, fällt was? Fällt was? Nichts? Okay. Dann bitte mal hier rüber und ich hoffe, dass ich jetzt da oben ankomme. Ich bin durch. Die Schäden hier sind enorm. Puh. Okay. So. Ah. Sieht nett aus. Nette Kamera. Was? Ich sage noch nette Kamera und ich muss da auch raus. Erstmal gucke ich mal kurz, ob es hier hinten irgendwas gibt. Nö. Alles okay. Mir fällt noch die Kamera auf. Und dann müssen wir auch hier nach vorne, um uns an der Kamera hochzuziehen. Wenn jetzt noch irgendwelche Wachen hier stehen würden, dann würde ich mich wegwerfen. Und ein Kassettenrekord. Lasst mich raten, eine Aufzeichnung unserer Eltern? Was hast du für mich? Noch nicht viel. Aber ich weiß jetzt, dass wir an einem Sonderprojekt arbeiten. Eine komplette Etage in der Agrarabteilung ist für die meisten von uns tabu. Es stimmt also. Das bedeutet, drei der großen Unternehmen sind daran beteiligt. Was auch immer es ist. Ich gebe mein Bestes, um mich bei meinem Abteilungsleiter richtig zu machen. Trotzdem werde ich so schnell keinen Zugang bekommen. Vielleicht können wir dir auch anders Zugang verschaffen. Mach weiter. Okay, nein, das war keine Nachricht unserer Eltern, aber wir haben Rebecca gehört. Nein, 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 nein. Oh Gott. Yeah. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Hat funktioniert. Und nein, ich weiß nicht, wo ich hier bin. Und ich weiß auch nicht, wie ich hier jetzt weiter... Da springe ich auf keinen Fall gegen. Oh Mann. Das ist ein Level-Design. Ich glaube nicht, was ich hier sehe. Ehrlich nicht. Es geht aufwärts. Wie soll sie denn das überleben? Wie soll sie denn hier jetzt wieder rauskommen? Also wenn kein Flugzeug vorbeikommt, dann... Keine Ahnung. Ich
Ich habe keine Ahnung, wie die hier jemals wieder runterkommen soll. Also den Weg kann sie, glaube ich, auf keinen Fall nochmal nehmen. Denn hier hält ja schon so nicht wirklich alles. Okay, noch weiter nach oben. Was? Okay. Nicht nach oben, sondern schwingen. Auch gut. Hier nach oben. Und ich hatte immer gedacht, Batman wäre beim Klettern so kreativ. Aber das hier ist jetzt... Ist ja noch besser. Mann, Mann, Mann. Was? 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 Oh, und rüber. So. Oh Gott. Ich bin auch so ein bisschen sprachlos, gebe ich zu. Nicht nur ein bisschen sprachlos. Wow. Ist das gerade Absicht gewesen? Dass ich hoffe, dass das Absicht war. Wow. Soll ich die Übertragung abschalten? Ja, bitte. Nein, natürlich nicht. Entscheide dich mal, was du willst. Ich hasse das auch anzusehen, während ich das hier sogar spiele. Oh Mann. Ich hoffe, dass ich nicht zu oft noch drauf gehen werde hier. Denn... Oh Mann. Wie schafft man denn das? Wahrscheinlich, indem man ständig an der Wand entlang rennt. Oh Mann. Mann, 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 Mann. Jetzt beginnt das Programm interessant zu werden. Machen wir es mal. Renn mal hier so oft wie möglich an der Wand. Nein. Das war klar. Das war so klar. Es gibt nur einen Weg und einen Versuch. Wenn man zweimal versucht, bricht das Glas zum Abstürzen. Ja. So, wie gesagt, immer mal wieder an der Wand lang. Okay, das ist zwar knapp, aber es hat funktioniert. So, und nach oben. Weit nach oben, was? Na klar. Was? Hilfe. Was? 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 Oh, nee. Kann ich hier irgendwie... Das ist ein Scherz. Ich soll über dieses dünne Kabel bei dem Wind balancieren. Ja, in der Höhe natürlich. Okay. Kein Kommentar. Ich hoffe, dass du vorsichtig bist, Faith. Hey Leute! Wow. Hier ist ein riesiges Loch in der Wand. Die Explosion hat einen der Motorräder abgerissen. Du brauchst vermutlich das Mac, um weiterzukommen. Was? Ach so. Aber wie? Oh. Wann? Welche Taste? Ich guck mal in die Richtung. Hä? Ja, ich stehe irgendwie falsch. Ich bin hier... Falsche Position, Moment. Ein Stück zurück. Okay, hat geklappt. Es ist
jetzt nicht mehr Whiteface. Plastik versucht, die Auftüren für dich zu öffnen. Aber such trotzdem noch nach einem anderen Weg, nur falls sie es nicht schafft. Ja, natürlich. Alles ganz easy hier. Wir sind unverletzt. Spider-Man lässt grüßen. Okay, meine Nerven liegen blank. Ich frage mich echt. Das Einzige, was ich höre, ist... Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Was ist denn? Ich muss doch... Ja, ja, danke. Oh. Wow, Plastik! Du musst die Türen öffnen! Ja, komm. Erstmal hauen wir alle weg. Nö, 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 nö. Oh. Ja, ja. Ja, komm. Ja, ja, komm. Aber das Witzige ist, die sind auch gleich hier alle K.O. Ist egal. Komm, ich hau die jetzt alle um. Ich bin jetzt ganz gemein. Zack. Es steht noch einer. Hi. Für dich. Sag mal, hat da die KI gerade komplett Aussetzer gehabt? Kein einziger Treffer. Ich habe mich einfach durch... Jungs. Ihr seid alles Flaschen. Entschuldigung. Das glaube ich ja nicht. Und hier geht's noch nicht einmal weiter, oder wie, oder was? Welche Tür meinte sie denn? Welche Tür ist denn offen? Runner's Vision ist online? Hä? Fahrstuhl ist zu? Nein. Wir hätten die gar nicht angreifen brauchen, oder was? Das muss ich jetzt nicht verstehen, aber wir sollen hier rein. Okay. Es geht mal wieder fahrstuhlmäßig weiter. Hatten wir heute noch gar nicht so einen Lüftungsschacht. Ich hab's geschafft. Was? Wer schießt denn da? Und warum? Ja, und, und nu? Wo soll ich denn hin? Sehen wir irgendwo was? Ich sehe gerade so gut wie gar nichts. Sie kann nicht weiter hoch. Sie kann links, rechts, sie kann sich fallen lassen. Was sie nicht sollte. Aber wo soll sie hin? Nach links kann sie nicht mehr. Nach oben geht auch nicht. Können sie springen? Sie kann springen. Ich habe die Spitze erreicht. Was für eine Aussicht. Das wird was gemacht. Du bist die bessere Runnerin, Phil. Und du bist ein Idiot, Icarus. Hey, die Konsole, nach der du suchst, müsste direkt unter dir im Hauptkontrollraum sein. Ja, auch so ein Ding. Ich habe mich gar nicht getraut, die Sprungtaste in diesem Moment zu benutzen, weil als ich das schon mal gemacht habe, bin ich dann noch abgestürzt. Und hier an der Stelle, da gibt's urplötzlich, also, was ich im Programm mal wirklich, ja, negativ anlassen muss, bei allem, was ich schon gesagt habe, ist, dass die Steuerung inkonsequent ist.
Manchmal funktioniert bestimmte Sachen. Also Beispiel, manchmal kann man an einer Wand vorbeilaufen und an der Wand dann entlang rennen und manchmal geht es einfach nicht. Und dann frage ich mich, warum? Genauso wie hier. Hier ging es, dass ich praktisch nach oben klettern konnte und dann springen und dann hat sie den Vorsprung gegriffen, um dann eben hochzuklettern. An anderer Stelle habe ich das gemacht, da hat sie losgelassen und ist in den Tod gefallen. Es ist leider inkonsequent. So, ich nehme mal die Aufnahme und bin mal kurz ruhig. Dieser alte Mistkerl, der hat unsere Schwester belogen und gesagt, wir alle wären tot und die Aufrührer hätten sie erschossen. Ja klar, er war es selbst, beziehungsweise er hat den Befehl dafür gegeben. Dieser alte Mistkerl. Ich habe schon vermutet, dass das so und in der Art abgelaufen ist. Okay, ich gehe da mal rein. Ich bin da. Und hier ist tatsächlich eine Konsole. Sehr gut. Verbinde jetzt das Omnistat-Laufwerk damit. Den Rest erledigt dann der Virus. Und stell dich schon mal darauf ein, dass es bei dir in Kürze vor Wachen nur so wimmeln wird. Keine Ahnung, wie die hier raufkommen wollen, wenn der halbe Turm kaputt ist. Und, also, jetzt ganz ehrlich. Entweder ist der Turm kaputt und man kommt hier nicht rauf, oder der Turm ist eben nicht kaputt, dann hätten hier aber irgendwelche Wachen schon sein müssen, weil wir waren ja schon drin und haben ja auch eigentlich Alarm ausgelöst und so weiter und so fort. Auch das ist ein bisschen inkonsequent, aber egal. So, ich benutze mal die Konsole. Das war zu erwarten. Was hoffst du hier zu erreichen? Ich gebe den Leuten das Recht, für sich selbst zu entscheiden. Ach, Faith, ist dir nie in den Sinn gekommen, dass die Leute Reflection wollen? Ja, weil sie die hässliche Wahrheit nicht kennen, nur ihre Lügen. Oh ja, die Wahrheit ist immer hässlich, wie du sehr wohl weißt. Es ist die Arbeit deiner Mutter, gegen die du hier ankämpfst. Das hier wollte sie nie. Sie haben alles pervertiert, woran sie geglaubt hat. Woher weißt du, was sie wollte? Du warst ein Kind. Du bist noch immer ein Kind, das mutwillig alles um sich herum kaputt macht. Ich habe deiner Schwester versprochen, dich am Leben zu lassen. Gib auf und dir wird nichts passieren. Niemals. Ach, Hallöchen. Ja, toll. Lass mal aufstehen. Hallo. Okay. So, pass mal auf hier. Ja. Was zum... Na toll. Ich kann hier gar nicht so schnell ausweichen, wie ich müsste. Springen, springen, springen. Hallo, ich hänge. Woran? Ich weiß nicht, woran ich gerade hing, aber ich hing gerade. So, ich muss mal kurz, zack. Ja, komm. Aufstehen und weg. So. Tot. Einer ist ja schon gemein, aber zwei ist jetzt wirklich fies. Zwei sind ja so fies. Oh Mann. Na gut. Ja klar. Ja, hallo. Ich würde gerne weg. Hallo. Hallo. Steuerung. Steuerung hängt vollkommen. Ich liebe es, wenn die Sachen hier hängen und man keine Möglichkeit hat. Orientierung gleich 0. Orientierung gleich 0. Steuerung hink. Ich konnte hier... Ihr habt es vielleicht gehört. Die Tastatur ist ja nicht so leise. Ich habe vielleicht gehört, wie wild, dass ich wie wild auf Tasten gehauen habe. Sie machte nichts. Okay, pass mal auf. So. Wir machen das jetzt mal ein wenig anders. Wieso?
Ja, komm. Ich wollte... Aufstehen, Mädel. Hey, hey, weg, 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 weg. Aufstehen. Weg. Okay, auch das kriegen wir vielleicht hin. Das Subjekt hält nicht mehr lange durch. Ja, nee, kriege ich nicht hin. Weil ich gerade nicht durchhalte, ist richtig. Okay, hat geklappt, aber ganz knapp. Du Miststück. Ich hätte dich mit deinen Eltern töten sollen. Das war's, Kruger. Ihre Kontrolle endet jetzt. Bei Reflection geht es nicht um Kontrolle. Es geht ums Überleben. Ja, um Iris und das der Familien. Es wird Zeit, dass ihr alle aussterbt. Wenn du Reflection zerstörst, tötest du auch deine Schwester. Nein, ich befreie sie. Wohl kaum. Isabel hat eine chronische Lungenkrankheit. Dank Reflection haben wir sie sehr gut im Griff. Zerstörst du es? Ach ja? Tue ich das? Nun, du hast sie schon mal fast getötet. Jetzt kannst du es zu Ende bringen. Zurück. Alle um dich herum sterben, Faith. Hast du je in Betracht gezogen, dass du daran schuld sein könntest? Du hast meine Familie getötet. Du hast meine Freunde getötet. Du hast Noah getötet. Da! Worauf wartest du noch? Stopp das Ding! Was? Wie? Ich, wo ist sie? Jetzt soll ich ihr folgen? Bleib stehen! Kat! Und was ist mit Kuba? Rede mit mir! Wo ist sie? Hier lang? Bin ich hier noch richtig? Bin ich hier nicht richtig? Ich bin hier richtig. Aber warum rennt sie hier hin? Uah! Und, Hilfe! Das war auch alles geplant. Wir wussten, dass da ein Ding zum Landen drauf ist. Kat! Hör auf! Ich hasse dich! Feuer! Nein, nein, nein!
verstehst es nicht. Ich muss es tun. Und so endet die Geschichte. Ich würde gerne sagen, alles änderte sich. Dass sich die Arbeiter wütend erhoben und Reflection und das Konglomerat in Frage stellten. Aber es gab keinen Aufstand. Keine Proteste in den Straßen. Krugersek behielt die Kontrolle. Das Leben blieb, wie es war. Beinahe. Denn etwas hatte sich verändert. Wir hatten etwas begonnen. Und wir bringen es zu Ende. Mirror's Edge Catalyst Development Team. Das ist der Abspann. Wir sind damit durch. Und Zeit für mich, ein kleines Fazit zu ziehen. Ja, also ich weiß noch nicht, ob ich jetzt noch ein paar Nebenmissionen spielen werde, das vorne ab. Ich lasse aber den Nachspann mal durchlaufen. Das mache ich ja meistens so oder eigentlich immer bei meinen Let's Plays, deswegen lasse ich den Nachspann durchlaufen, denn ich finde immer, da steckt so viel Arbeit in einem Programm, dass es doch schön ist, wenn die Leute eben halt, die dran gearbeitet haben, wenigstens einmal zu sehen sind. Trotzdem ein kleines Fazit. Ja? Also wir fangen mal an mit dem Positiven. Die Grafik ist sehr schön. Die Animationen sind toll. Die Zwischensequenzen sind super. Die ganze Story ist auch toll. Auch wenn ich mir ehrlich gesagt gewünscht hätte, dass das Spiel mehr oder weniger ein richtiges Ende hatte, weil das Ende jetzt hier war ein Open End. Ne? Ihre Schwester ist weggeflogen. Ob Kruger überlebt hat, wissen wir nicht. Aber ich vermute es mal. Der wird halt wiederkommen dann für einen nächsten Teil. Gut, wir haben die Kontrollübernahme verhindert. Ja. Okay, das haben wir hingekriegt, aber dennoch ist es halt so, es ist mehr oder minder ein Open End. Wir können dann Mirror's Edge Catalyst 2 wohl erwarten, wenn sich der Teil hier erfolgreich verkauft hat oder vielleicht auch nicht. Wir wissen ja, Teil 1 war damals nicht so erfolgreich im Verkauf und trotzdem gab es dann hier diesen zweiten Teil, der ja ein Neustart der Reihe sein sollte, weil er plötzlich eine, ja, ich sag jetzt mal neue Story hatte, und eigentlich die Vorgeschichte wohl erzählt, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich habe Teil 1 nie gespielt, aber vielleicht kommt ja dann eben ein Mirror's Edge 3 bzw. ein Mirror's Edge Catalyst 2 oder wie man das dann auch immer nennen möchte. So, wie gesagt, Grafik super, Zwischensequenzen ebenfalls top, das Ganze cineastisch erzählt. Also von der Story her hat es mir wahnsinnig gut gefallen. Das Rennen, wenn man jetzt mal wirklich nur den Spielfluss nimmt, war auch sehr gut gemacht. Ja, das also einmal als positiv bitte verbuchen, dass wenn man sich durch die Stadt bewegt hat, ganz einfach von A nach B gerannt ist, hier irgendwelche normalen Missionen gemacht hat und so weiter. Im Großen und Ganzen funktionierte das mit dem Rennen und der Steuerung wirklich tadellos. Ich saß hier vor dem Bildschirm teilweise und habe mich gefragt, hey, Moment mal, du hast doch hier nur die Sprungtaste gedrückt und sieh dir an, was die Face da macht. Die springt von einer Ecke zur anderen, seilt sich ab, rollt dann noch ab. Gut, man braucht ein bisschen Timing, damit das alles auch funktioniert. Also, aber vieles war auch automatisiert. Das war so die Stellen, wo ich dann da stand und sagte, hey, Moment, was ist hier gerade passiert? Ja, im Großen und Ganzen funktioniert es gut und ich sag mal, die Dialoge, die Synchronsprecher, alles top. Ja, man merkt dem Ding an, dass man wirklich ein sehr gutes Programm programmieren wollte. Jetzt kommen wir aber zu den kleinen, feinen Dingen, die nicht funktioniert haben und ihr habt es ja im Let's Play schon gesehen. Es tauchten zu oft Steuerungsprobleme auf durch
ich sag jetzt mal, zu knapp bemessene Wege. Ja, also wo ich den Eindruck hatte, okay, du musst genau den Absprungpunkt erwischen, damit die Figur auch da ankommt, wo sie hin soll. Ansonsten ist der Weg praktisch, also der Abgrund zu lang. Oder halt auch, dass sie teilweise Sachen machte, die sie eigentlich gar nicht machen sollte. Oder, das, was ich ja auch schon erwähnt habe, dass eben teilweise solche interessanten Sachen auftauchten, dass sie manche Sachen nicht machen konnte, obwohl sie es an der Stelle machen sollte oder auch hätte machen müssen. Also dieser interessante Effekt von, da ist doch aber eine Wand und an der müsste sie schräg lang gehen können und nein, es ging nicht, weil diese Wand wurde dafür einfach nicht konzipiert und deswegen funktioniert es nicht. Oder die eine Szene, wo ich mich da auf das Geländer stellen musste, damit ich diesen Doppelwall-Jump hinkriegte, ja, weil die beiden Endziele eben zu weit oben waren. Da habe ich mich auch gefragt, was das Ganze soll. Und halt dann der ganz, ganz, ganz große Kritikpunkt. Und da muss ich sagen, der gefällt mir immer noch nicht am Programm, dass man Fähigkeiten im Programm lernen muss, um in den Missionen voranzuschreiten. Das habt ihr ja teilweise gesehen. Und dass man das vorher gar nicht weiß. Ja, und da hat man dann unter Umständen den Effekt, dass man eben grinden muss, wenn das überhaupt geht. Weil ich hatte ja hier in der letzten Mission eine Stelle, wo ich sagte, okay, da, durch den Lüftungsschacht und eigentlich landet man dann auf das eine Kabel da. Und das ging eigentlich gar nicht, weil das Kabel, also weil mir die Fähigkeit fehlte und ich hätte da auch gar nicht aus der Mission rauskommen können, weil die Mission lief ja und aus der kam ich nicht wieder raus. Also deswegen, da muss ich sagen, das ist nicht gut, gar nicht gut gewesen. Was dann zu meinem Missmut leider dazu kam. Also ursprünglich war ich von dem Programm hellauf begeistert, als ich das erste Mal gespielt habe, bis mir nach 1,5 Stunden das Spiel so abgestürzt ist, dass der Spielstand weg war. Ne? Ihr erinnert euch, das ist mir ja passiert. Und ich muss ehrlich sagen, ab da gab es bei mir so einen leichten Knick, dass ich sage, okay, ich wollte wissen, wie die Story ist. Ich wollte wissen, wie es mit Face weitergeht, wie das jetzt hier auch mit Kugeln beendet wird und so weiter und so fort. Also wie der ganze Aufstand abläuft und so weiter. Ja, die Story wollte ich wissen. Deswegen habe ich es ja auch zu Ende gespielt. Und ja, es machte saumäßig Spaß, es zu spielen. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber trotzdem, als mir der Spielstand flöten ging, muss ich leider sagen, das war so ein Moment, wo ich persönlich beschlossen habe, okay, ja, das Programm hat Fehler. Und diese Fehler werde ich auch nicht schönreden. Das muss ich dazu sagen. Aus dem ganz einfachen Grunde, es geht nicht, dass man nur einen Spielstand hat, ein Patch raushaut, das Programm irgendwann abstürzt, der Spielstand kaputt ist und dann das Programm auch noch den Origin Cloud-Spielstand mit dem resetteten Spielstand sofort überschreibt. Weil er nämlich feststellt, ey, Moment, Moment, der Spielstand ist ja kaputt, ich habe einen neuen angelegt und der neue passt nicht zu dem, der in der Cloud gespeichert ist, deswegen aktualisiere ich die Cloud. Ja, danke. Ich saß wirklich hier und dachte, was soll der Blödsinn? Und dann muss ich sagen, nein, lieber Entwickler, das geht nicht. Das ist ein No-Go, was wirklich den Spielspaß so zerstört, dass ich in dem Moment überlegt habe, ob ich es überhaupt zu Ende spiele. Ja, gut, ich habe es jetzt gemacht, weil ich eben doch vom Programm so gefesselt war, dass ich dachte, okay, gibst du ihm nochmal eine Chance? Und ja, ich muss sagen, es macht Spaß, es macht Laune. Also wer diese Art von Spiel mag, zugreifen. Aber ihr habt ja auch gesehen, ihr müsst mit der einen oder anderen Fruststelle rechnen, weil die Steuerung nicht ganz so will. Und ich frage mich immer noch, wie man das mit dem Controller spielen soll, weil so schnell umblicken, wie man hier sich müsste, teilweise kann man gar nicht, damit die Figur in die richtige Richtung springt. Also Maus- und Tastatursteuerung funktioniert sehr, sehr, sehr gut. Und deswegen, ich habe das ja mit Maus und Tastatur die ganze Zeit gespielt. Mein Tipp allerdings, konfiguriert euch die Tasten wirklich so, dass ihr die richtige Taste erwischt, in dem Moment, wo sie auch benötigt wird. Ansonsten springt ihr immer irgendwohin, wo ihr nicht wollt. Und ja, also deswegen nehmt die Tastaturbelegung so, wie ihr sie wollt und nicht unbedingt so, wie das Programm es vorgibt, weil damit kam ich gar nicht klar. Also ich hatte ja ein bisschen Probe gespielt, also so 2, 3 Minuten, bevor ich die Aufnahme überhaupt gestartet habe, damit ich sehe, ob das Programm läuft. Und
da war eine ganz andere Tastaturbelegung und ganz ehrlich, da wäre ich keine 2 Meter weit gekommen. Ich habe als allererstes wirklich die Tasten komplett neu belegt. Bis auf WASD ist fast alles neu gewesen. Und die linke Maustaste, die den Standardangriff gemacht hat. Und auch die rechte Maustaste hatte ich gelassen zum Türen öffnen, weil das erschien mir irgendwie sinnvoll. Ja, das war auf jeden Fall Mirror's Edge Catalyst. Ich gucke mir jetzt, wenn der Nachspann durch ist, noch an, was wir noch machen können. Ich weiß nicht, ob die Folge jetzt gleich weitergeht. Jetzt muss ich sehen, wie ich das jetzt mache mit dem Schneiden. Ob jetzt nach dem Nachspann die Folge erstmal beendet ist und dann eine neue Folge kommt, wo noch so ein paar Sachen gemacht werden, die eben im Programm übrig sind. Oder ob ich sage, okay, nö, ich mache das gleich hinterher. Das werde ich dann sehen. Ja, aber das mache ich eben erst nach der Aufnahme, wenn ich das Ganze hier schneide. Ja, ansonsten, ich muss sagen, storytechnisch fand ich es überraschend, dass Noah gestorben ist. Ich hätte erwartet, dass wir ihn irgendwie retten können, auch vielleicht, wenn er nicht ganz so gesund wäre oder so, aber ich kann es verstehen, dass sie ihn haben sterben lassen. Was jetzt mit den Schulden ist, die Face bei Deutsch noch hat, oder wie er hieß, weiß ich nicht. Er hat ja das Gemälde ihr überlassen, aber die Schulden hat er ihr nicht erlassen. Also deswegen vermutlich wird der dann eben in einem eventuellen neuen und nachfolgenden Teil noch eine Rolle spielen. Und wir werden ihn wahrscheinlich wiedersehen, genauso wie Plastic. Plastic, muss ich sagen, ist eine Figur, die mir sehr gefallen hat von der Rolle. Genauso der kleine Roboter, den sie da eingeführt haben. Besonders eben zum Ende hin nahmen die Figuren doch eine, ich sag jetzt mal, einnehmendere Rolle ein. Die waren präsenter, sag ich mal. Es spitzte sich ja auch zu. Die ganze Handlung spitzte sich ja zu. Und ich muss sagen, das haben sie schon sehr schön gemacht, die ganzen Charaktereigenschaften auch herauszuarbeiten. Das war am Anfang nicht ganz so präsent. Da hätte man vielleicht ein wenig mehr machen können. Noah blieb prinzipiell ein wenig blass am Anfang. Also da hatte ich ja noch gesagt, der scheint mir so, als ob er irgendwas verbirgt, als ob er nicht ganz so die Wahrheit sagt zu Face, aber er ist eigentlich eine Vaterfigur, wie wir gelernt haben. Das kam aber sehr spät erst in der einen Rückblende, wo man gesehen hat, dass er die kleine Face, das Kind sozusagen an sich genommen hat, nachdem das weggelaufen war und einen Wachmann wohl erschossen hatte, gegen den sie gegengerannt war. Also er hat sie ja aufgezogen und er war praktisch wie ein Vater für sie und umgekehrt sie wie eine Tochter für ihn. Naja, also ich sag mal, das finde ich schade, dass der nicht überlebt hat, passt aber in die Story und von der Story her bin ich echt begeistert. Die Story hat mir sehr gut gefallen, das Spiel könnte gerne einen Nachfolger bekommen. Dann aber vielleicht mit weniger offener Welt. Denn wenn man es gespielt hat, ging mir zumindest so, während ich es gespielt habe, habe ich echt den Eindruck gehabt, naja, schön, dass Open World drin ist, aber du läufst eigentlich immer die gleichen 3 Wege. Und das habt ihr ja endlich auch gesehen. Praktisch, wenn ich mich zwischen den Missionen bewegt habe, waren das eigentlich immer die gleichen Häuserdächer und die gleichen Ecken. Ich weiß nicht, ob es noch alternative Routen gibt. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich denke eher, dass es nur diese Routen gegeben hat, die wir auch gesehen haben. Ist für den Programmierer natürlich leichter zu erstellen, ist wahrscheinlich auch realistischer, weil es spielt ja nun mal oben auf den Dächern der Stadt und nicht auf den Straßen. Trotzdem muss ich sagen, dann doch lieber vielleicht eine kontinuierliche Story, den Open-World-Ansatz vielleicht in die Mission packen mehr und nicht wie hier wirklich zwischen die Missionen packen. Denn wenn man jetzt mal ehrlich ist, man hätte jetzt auch viele Wege abkürzen können durch die Schnellreise. Ich wollte das absichtlich nicht tun, gebe ich zu, weil ich den Eindruck hatte, dann verpasst man auch ein bisschen das Spielgefühl, denn es geht ja auch darum, dass man eben von A nach B kommt. Man ist ja Runner, ein Runner, der über die Dächer der Stadt eben hin und her rennt und deswegen, das machte schon Sinn, so wie ich es gezeigt habe.
Und ja, ich weiß, dadurch kam natürlich oft so ein bisschen der Wiederholungseffekt zwischen den Missionen hin, besonders am Ende des Spiels, also zum Ende hin des Spiels, weil da wurde man oft von einer Ecke der Karte in die andere geschickt. Das habe ich ja auch bemängelt im Sinne von, da hätte das Hauptquartier in der Mitte der Karte bleiben müssen. Und ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht sicher, ob es ursprünglich nicht so war, dass man immer in der Mitte der Karte startete und dann von dort eben aufbrechen sollte, dass da der Questgeber sitzt und so weiter und so fort. Und dass man dann gesagt hat, nee, das passt nicht zur Story. Wir müssen die Story noch so machen, dass das eben actionreich ist, dass man ja gegen das System aufbegehrt und so weiter und so fort. Und deswegen müssen halt auch die Orte wechseln und das Hauptquartier muss überrannt werden und so weiter und so fort. Storytechnisch alles nachvollziehbar. Spieltechnisch dann doch so, dass ich sage, ja, schöner wäre es gewesen mit so einem zentralen Anlaufpunkt, der ein bisschen zentraler liegt, weil von links unten der Karte bis rechts oben der Karte braucht man eben mal locker 5 bis 10 Minuten, je nachdem, wo man hin muss. Und das ist zwar einmal ganz nett, zweimal ganz nett, 10 oder 20 Mal ist es dann doch mit Wiederholung. Ich habe jetzt nicht gezählt, wie oft man das wirklich machen musste. Ja, das muss ich jetzt auch sagen. Eventuell war es gar nicht so schlimm, aber trotzdem, es fühlte sich künstlich gestreckt an. Das muss ich jetzt leider dem Programm auch sagen. Zum Ende hin fühlte es sich künstlich gestreckt an, weil es dann hieß, ja, reise mal wieder von da nach dort, nach dort. Besonders, weil eigentlich nur für eine Cutscene, um dann wieder zurückzurennen. Dann hätten wir die Cutscene auch gleich machen können, weil die Figur, ich sag jetzt mal, wie sie jetzt dorthin kam, wo sie hinkommt, ja gut, es ist vielleicht erklärbar und besser, wenn man selbst hinrennt, aber spielflussmäßig, naja gut, dann teleportiert sie doch. Das ist doch nun auch nicht so schlimm. Ja? Teleportiert sie praktisch von der Gefängniszelle dann irgendwie in das Hauptquartier der Rebellion oder sowas. Das geht doch. Ich muss doch nicht unbedingt selbst da wieder zurückrennen. Wobei der Weg war nun der kürzeste. Das hat mich übrigens wirklich überrascht, dass ich von dem Rebellenlager über einen Mini-Tunnel, der war jetzt im Vergleich wirklich ganz kurz, sofort in der Gefängnisanlage von Krügersek landete. Das war ein wenig, ja, ich möchte jetzt nicht sagen unrealistisch, weil das ganze Programm nicht realistisch war, wenn man jetzt mal von dem, was die Face da abgelegt hat, im Sinne von Klettern, Springen und so weiter, in dem Tempo, in der Menge und so weiter, berücksichtigt. Mal davon abgesehen, sie rennt über die halbe Stadt, kommt irgendwo an und Zwischensequenz ist sie noch nicht einmal ansatzweise außer Atem. Also deswegen, mit Unrealismus, da hat es wieso so eine Sache für sich, aber das haben die meisten Computerspiele. Aber trotzdem, das fand ich nun wirklich, ich hätte jetzt gedacht, dass sie weit, weit, weit weg muss oder viel, viel weiter in die Erde runter oder so. Aber nein, ein Mini-Tunnel mit einer kurzen Info, hier geht's aber bergab. Ja, geht. Und trotzdem ist sie dann sofort da gewesen. Naja, was soll's. So, hier sind nochmal die Sprecher. Ich vermute, das sind die Englischen. Ich bin mir nicht sicher. Aber wie gesagt, die Sprecher haben einen super Job gemacht. Was Lippensynchronität anging, war das teilweise ein wenig... Ja... Naja... Auch das konnten wir mal besser. Wobei... Das Witzige ist, dass mit der Lippensynchronität ist mir ehrlich gesagt aufgefallen, als ich meine erste Aufnahme, also wirklich die allererste, die ich gemacht habe zum Spiel, geschnitten habe. Während man spielt, kriegt man das gar nicht so schnell mit, dass die Lippen nicht ganz synchron sind zu dem, was gesagt wird. Es ist mir nur beim Zusehen dann aufgefallen. Euch wird es wahrscheinlich viel, viel, viel früher aufgefallen sein, dass ihr gesagt habt, was ist denn das? Das sieht ja wieder aus wie eine schlechte Synchronisation. Den Sprechern möchte ich das gar nicht, ja, sozusagen zu Schulden kommen lassen. Die haben ihren Job gut gemacht. Problem ist halt bloß dann eben, dass, ich weiß nicht, in welcher Sprache das Programm ursprünglich aufgenommen worden ist. Man hat ja unter Umständen Sprachen, die längere oder kürzere Sätze haben, ne? Und wenn man die dann wortwörtlich oder auch sinngemäß übersetzt, können eben auch unterschiedliche Längen bei rauskommen und dann kann es sein eben, dass die Lippensynchronität nicht ganz gegeben ist zu dem, was da gesagt wird, dass praktisch die Figur früher anfängt zu sprechen und später aufhört, obwohl der Satz ganz kurz in der Mitte war.
man hat's, denke ich, halbwegs gut gemacht, wobei ich auch sagen muss, das ganze Programm erinnerte mich von der ganzen Struktur, von der Erzählweise und auch von der Lippensynchronität, muss man jetzt auch mal sagen, an Remember Me. Wer es kennt, wird wissen, was ich meine. Das ist ein Spiel, was schon etwas älter ist. Da ging es auch darum, dass man in einem unterdrückten System lebt und dass man praktisch die Stadt befreien will. Da ging es allerdings noch um die Ebene der Erinnerung. Hier ging es ja um die Kontrolle, dass man die Gefühle und Emotionen steuern will, dass die Leute halt denken, dass sie bestimmte Sachen fühlen, ja, dass ihnen bestimmte Sachen gefallen. Dabei sind es nur, naja, ich sag jetzt Fake-Emotionen. Während bei Remember Me konnten die sogar die ganzen Erinnerungen ändern. Ja, also das, was man glaubt, erlebt zu haben, konnte dort neu geschrieben werden und neu ins Gedächtnis implantiert werden. Und da hat man eine Figur gespielt, die die Erinnerung erstens auslesen und zweitens dann auch von sich aus ändern konnte. Und das war auch so ein Freiheitskampf, sage ich mal. Wobei die Hauptfigur in Remember Me ja selbst kein Gedächtnis mehr hatte. Face dagegen konnte sich ja an sich selbst erinnern, wobei wir über ihre Vergangenheit nur in Rückblenden was gesehen haben und auch nur das, was eben in ihrer frühesten Jugend passiert ist, wie sie zur Runnerin wurde, was sie da erlebt hat, das wurde ja alles gar nicht erzählt. Und was leider auch nicht gezeigt worden ist, ist, wie sie im Gefängnis gelandet ist. Ganz am Anfang, wir erinnern uns, wir haben das Ganze ja sogar zweimal gesehen. Wer das Let's Play komplett gesehen hat, weiß, ich habe es zweimal gezeigt. Sie kam mehr oder weniger aus dem Gefängnis. Wobei, es stimmt nicht. Ich habe es wahrscheinlich anders geschnitten. Bei der zweiten Aufnahme wollte ich den Vorspann rausnehmen. Also deswegen, da stand sie dann vor dem Gefängnis. Aber egal, das ist ja der Anfang. Sie kommt aus dem Gefängnis raus und geht dann eben zu Icarus, beziehungsweise der holt sie ab und so weiter und so fort. Aber es fehlt halt die Geschichte, wie sie dort gelandet ist. Und das ist das Witzige dran, das hatte ich nur gesehen in einem Ladebildschirm unten stand. Es gibt ein Buch zu dem Spiel. Und da wird die Vorgeschichte erzählt, wie sie zum Gefängnis ins Gefängnis kam, wie sie verurteilt wurde und warum sie überhaupt geschnappt worden ist, beziehungsweise worum es da bei diesem Auftrag ging. Also wie gesagt, wer die Vorgeschichte zu Mirror's Edge Catalyst wissen will, der kann das gerne in Buchform lesen. Und ich versuche ja immer noch den Abspann mehr oder weniger zu überbrücken, denn der ist länger als erwartet, viel länger als erwartet. Wir sind hier gerade bei den Physics der Frostbite entscheiden. Naja, gut. Andersherum, das Programm, sage ich jetzt mal, über das kann man wirklich philosophieren, nicht nur storytechnisch, ob es sinnvoll ist, solche Technik wie das, was hier eben erfunden worden ist, wirklich erfinden zu wollen. Darüber kann man einerseits diskutieren und philosophieren, andererseits halt eben auch wirklich über das Programm im Sinne von Qualität. Was haben wir denn da für ein Spiel? Wie funktioniert es? Wie gut ist es denn? Und darüber habe ich mich jetzt schon lange ausgelassen und ich kann nur sagen, ihr habt jetzt einen sehr guten Einblick. Ihr habt den Großteil, denke ich, vom Spiel gesehen. Jetzt diese Zeitauslieferungsaufträge habe ich jetzt großteilig übersprungen. Die hätte man zwischendrin noch machen können. Die reißen einen dann bloß aus der Story raus, finde ich, zumindest an der Stelle, wo sie stehen. Und ich gucke mich, wie gesagt, in der Stadt noch ein bisschen um und gucke mal, ob es noch Nebenaufträge gibt, die ich machen könnte, die auch eventuell irgendeine Art von Cutscene noch haben. Denn die richtigen Nebenaufträge haben es ja. Nicht unbedingt diese Runner-Teile, die mache ich wahrscheinlich nicht. Also höchstens ein, zwei, so aus Spaß an der Freude, so kann man sagen. Aber ansonsten, ich bin nicht so der Perfektionist. Also ich spiele immer Spiele gerne für die Story. Die Story möchte ich auch erleben. Aber jetzt zu sagen, okay, pass auf, ich muss jetzt hier den 500. Run in Perfektion und in Bestzeit hinkriegen, damit das funktioniert, das muss nicht sein. Besonders, weil ich habe ganz schlechte Erinnerungen daran, als ich den letzten Run gemacht habe, diese Zeitruns, im Sinne von, du musst hier die Parcoursgeschichte so schnell wie möglich abschließen. Wir erinnern uns, da war dann das Programm weg und der Spielstand auch. Ja, also,
wie gesagt, ich guck mal, was es noch so Schönes gibt in dem Spiel. Ich hoffe, ehrlich gesagt, euch hat es gefallen. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, bis auf das, was ich jetzt als Kritik ja auch ausgeführt habe, hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Ich würde sogar einen Nachfolger, wenn einer kommt, glatt kaufen und sagen, ja, ich spiele den. Ob einer kommt, das steht in den Sternen. Ich hoffe es ehrlich gesagt, denn die Story ist es wert, weiter erzählt zu werden. Ob sie es wirklich hinkriegen, das wird man sehen. Ich meine, das ist ja immer so eine Frage, ob eben ein Programm erfolgreich ist oder nicht. Und wenn ich mich recht erinnere, es gab eben auch so ein paar Sachen als Kritikpunkt, die, ich denke, im Let's Play auch ganz gut deutlich wurden. Nicht nur das, was ich hier gesagt habe, es war auch in Testberichten eben beschrieben, dass manche Sachen hier nicht so richtig gut umgesetzt sind. Zum Beispiel die Kämpfe. Ja, darüber habe ich ja noch gar nicht philosophiert oder irgendwas gesagt. Aber ich denke, man hat ganz gut gesehen, die Kämpfe waren mehr als unübersichtlich. Teilweise habe ich nicht gesehen, wo die Gegner sind, geschweige denn, wo ich hinschlage. Dieses an den Gegnern vorbeigleiten, das ist eine nette Idee. Aber es führt zu Unübersichtlichkeit und die Gegner-KI war, ich möchte jetzt sagen, ich möchte nicht sagen, dass sie wirklich schlecht war. Das muss ich jetzt so sagen, sie ist für das, was sie machen sollte, eigentlich ganz gut. Also im Sinne von, es greift dich normalerweise nur einer an oder sie warten lange, bis sie dich angreifen, damit du eben reagieren kannst. Also der Programmierer hat eindeutig gemerkt, in dem Kampfsystem, was er hier eingefügt hat, geht es gar nicht anders. Da müssen die Gegner blöd in der Gegend rumstehen, ansonsten hat man eben keine Chance. Soweit ist ja in Ordnung. Aber zwei Sachen haben mich am Kampfsystem tierisch gestört. Das waren nicht die Jungs mit den Maschinengewehren. Das waren nicht die Jungs mit den Schlagstöcken. Das waren nicht die Jungs mit den Schlagstöcken und den Rüstungen. Nein. Es waren die mit den Elektrohandschuhen. Und zwar in dem Moment, wenn die geschossen haben. Also um genau zu sein, wenn die taumelten. Ja, wenn man sie getroffen hat und sie taumelten zurück, konnten die noch schießen. Was ist denn das? Das ist... Die trafen mich teilweise, obwohl ich gar nicht ausweichen konnte, weil ich noch in der Kampfanimation war. Das ist schlecht gewesen. Und das zweite waren die Jungs, die eben die Spezialeinheit waren, die super ausgebildet sein sollten. Ist ja schön. Aber wenn die einen umkicken, ja, dann, dass man dann nicht so schnell wieder hochkam, eigentlich nicht so schnell wieder hochkam, das grenze ich jetzt schon vorsorglich mal ein, um dann eben auszuweichen, sondern dass sie sozusagen noch während man umfiel schon wieder angriffen und dass man gar nicht so schnell was machen konnte, das war mehr als unfair. Wie ich ganz am Ende beim vorletzten dieser Art von Gegnern, hier sind die deutschen Übersetzer, nur mal so. Gute Arbeit, wirklich super Arbeit. Also von der Art, wie sie das rübergetragen haben, wie sie es betont haben und so weiter, gut gemacht, ja, und auch die Regie, sozusagen die Synchronregie, hervorragend. Ne? Jetzt nicht die Lippensynchronität, sondern einfach nur das, was da gesagt worden ist, bewertet. Das hat mir gefallen. Trotzdem, ich habe ja erst bei dem vorvorletzten dieser, ich weiß gar nicht, wie die hießen, die in den schwarzen Rüstungen, eben die Spezialeinheit da, die als Gegner, da habe ich gemerkt, okay, pass auf, wenn du die Sprungtaste drückst, dann steht Face sofort wieder auf. Wenn sie eigentlich umkippen müsste. Ich bin mir nicht sicher, ob das richtig war, denn es gab keine Animation. Eigentlich war sofort die Kamera nur resettet. Ich muss mir das nachher selbst nochmal in der Aufnahme ansehen. Ich muss sagen, als ich diese Kämpfe, auch den letzten Kampf praktisch gegen diese zwei Elitewachen gemacht habe, ich fand, es war so unübersichtlich. So unübersichtlich, dass ich echt nicht wusste, was ich da tat, und ich war froh, dass ich da nicht 500 Mal gestorben bin, sondern beim zweiten oder dritten Durchlauf, da habe ich es, glaube ich, schon geschafft. Und ich muss ehrlich sagen, ja, ich glaube ehrlich gesagt nicht, was ich da so gesehen habe. Das war, oh, nee, so unübersichtlich als Kampf und dann in dieser Schwere, und es war hier eigentlich nur noch auf die Tastatur hauen in der Hoffnung dessen, dass die Gegner umkippen, und ich war froh, als
die das taten. Und das Kampfsystem muss dringend verbessert werden, wenn ein Nachteil kommt. Ein nachfolgender Teil kommt. Also wie gesagt, Kampfsystem muss überarbeitet werden. Manche Passagen dürften so auch nicht auftauchen. Das Voraussetzen von Fähigkeiten, die man erlernen muss zum Fortkommen in der Story, sollte auch nicht drin sein. Das sind halt ein paar Sachen, die sich während des Spiels angehäuft haben. Und das Witzige ist, sie häuften sich zum Ende mehr an als zum Anfang. Tja, und wenn ihr es selbst spielen wollt, muss ich jetzt mal so sagen, dann müsst ihr eben sehen, ob ihr mit diesen Kritikpunkten umgehen könnt oder nicht. Ich kann es selbst nur für mich sagen, ja, ich konnte es, sonst wäre ich jetzt am Ende nicht angekommen. Wäre es zu schlimm geworden, hätte ich gesagt, okay, pass auf, ich breche das Ganze hier ab als Let's Play. So unter Motto, das geht alles gar nicht. Ihr seht, warum ich das abbreche, das war's. Aber ich bin ja am Ende angekommen und deswegen, ich konnte mich damit arrangieren. Allerdings gab es so ein paar Momente, halt so ein paar Frustmomente. Wahrscheinlich hat man das auch an der Stimme rausgehört, während ich gespielt habe, die halt doch ein bisschen, naja, nervig waren. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass das jetzt war. Nö, es geht sogar noch weiter hier mit dem Nachspann. Immer noch. Naja, das ist auch so eine Krux an großen Spielen, dass die Nachspänne immer länger werden. Aber gut, ich sag nichts. Ich habe witzigerweise jetzt den ganzen Nachspann trotzdem voll gequatscht und ich weiß gar nicht womit. Jetzt weiß ich nicht mehr so richtig, was ich sagen soll, außer ich hoffe, wie gesagt, dass es euch gefallen hat. Mir hat es gefallen. Einen neuen Teil würde ich spielen, wenn er rauskommt. Angekündigt ist nichts. Ich glaube auch ehrlich gesagt, wenn, wird ein nachfolgender Teil erst in etlicher Zeit angekündigt. Also es kann noch ein bisschen dauern. Und wir werden sehen, wie es hier mit dieser Reihe, sage ich mal, weitergeht. Mich würde es freuen, wenn sie die Sache fortsetzen. Vielleicht den einen oder anderen Kritikpunkt, nicht nur von mir, sondern auch von der allgemeinen Fachpresse. Denn die hatten damals auch bemängelt, als ich es gekauft habe, habe ich mal so ein bisschen die Testberichte überflogen. Die hatten da schon bemängelt, Kampfsystem nicht wirklich optimal, Story super, Grafik auch, das Open-World-Feeling und so weiter. Also eigentlich all das, was ich auch so gesagt habe, das kam so in manch einem Testbericht leider auch drin vor, als Grundstimmung im Sinne von, das hätten sie sich mal nochmal überlegen sollen oder ein bisschen anders machen sollen. Deswegen, vielleicht hören sie ja. Oh. Also, ich muss los. Deine Schwester leitet jetzt also Krugersack. Interessant. Plastik hat bei Kuma einen Durchbruch erzielt. Ich bin Anlass, um sich bei allen Mitarbeitern in Cascadia für die missglückte Reflection-Einführung zu entschuldigen und versprach eine umfassende Untersuchung. Joanna Kruger, CEO der Kruger Holding, gab heute die Nachfolgerin von Gabriel. Ich bin so froh, diesen Dreck los zu sein. Dafür bin ich dir ewig dankbar, Faith. Und? Was hast du als nächstes vor? Ich werde rennen. Genau. Damit haben wir auch die Mission Die Chart abgeschlossen. Ja, gut, dann mache ich jetzt wirklich die Abmoderation mehr oder minder, weil wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich das jetzt hier schneide oder nicht, aber in dem Zufolge sage ich mal, für alle, die jetzt aufhören zu sehen, danke fürs Zusehen. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wenn ihr noch weiter gucken wollt, ich gucke gleich mal auf die Karte. Ich weiß nicht, ob ich was machen kann, deswegen schauen wir mal. Ansonsten sehen wir uns wieder bei einem neuen Let's Play, falls ihr jetzt nicht dran bleibt und weiter guckt. Ich weiß auch nicht, wie lange ich das jetzt noch weiterspiele. Werde ich sehen. Ja, also wenn, dann sind es nur so kleinere Sachen, die ich noch sage, okay, wir gucken noch mal, ob hier eine Mission ist, da eine Mission und das war's. Ansonsten, ich denke, die Story ist abgeschlossen. Wir sind hier jetzt eben in einem neuen Versteck oder auch nicht. Ach, jetzt haben sie das alte Versteck wieder. Jetzt ist es wieder das alte Versteck. Na gut, okay, wir sind wieder da angekommen, wo wir waren. Es ist vollkommen renoviert. Irgendjemand hat es in der Zwischenzeit wieder mal in Gang gesetzt und alles kein Thema.
Vielleicht hätte man das Programm da einfach doch beenden sollen. Das ist auch sowas, was ich meine in puncto Open World. Das ist unrealistisch, hoch 13. Da brauchen wir nicht diskutieren drüber. Ich muss sagen, ja, das hätte so jetzt auch nicht sein müssen. Dann hätten sie lieber einen anderen Unterschlupf irgendwo raus ausgraben sollen, weil plötzlich alles wieder genau so, wie es vorher war, alles wiederhergestellt, inklusive des Fernsehers. Hinten der Trainingsbereich wird auch nicht mehr verwüstet sein. Ah, ja, naja, was soll's. Gut. Ja, also in diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns dann vielleicht nochmal hier kurz bei Mirror's Edge wieder für 2-3 Nebenmissionen, für 2-3 Runs. Mal sehen. Ansonsten sehen wir uns halt beim nächsten Let's Play. Bis dahin, macht's gut, ihr Lieben, und tschüss.